Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und ich bin gerade hier bei unserer Mikrofarm, ja, die muss ich natürlich auch nochmal ändern wahrscheinlich, weil ich habe mal mit Beetroots ausprobiert. Und ich glaube, die müssen öfter als... Oh, da sind Viecher. Die müssen öfter als dreimal gebonemealt werden. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den Observer stattdessen hier dahinter packen und dann hier nochmal einen Dispenser hinmachen und von hier und dann wahrscheinlich hier unten stehen und bonemealen. Und dann muss ich mir nur noch überlegen, wie ich am besten das zerbreche. Aber das werde ich dann sehen. Ich habe mir mal ein bisschen AFK-Zeit gegönnt, sozusagen hier. Für Eisen und so weiter. Und, Moment, ich mache mal hier gerade. Man sieht vielleicht auch, ich habe ein anderes Texture-Pack als vorher. Die Kartoffeln werfe ich weg. Und zwar ist es gar kein Texture-Pack. Aus dem einfachen Grund, dass das andere Texture-Pack bei Erdtexturen ein bisschen geleckt hat. Ach, das war mein Lava, okay. Ein bisschen geleckt hat. Und deswegen spielen wir jetzt mal ein bisschen mit Vanilla. Ich meine, das gibt mir auch so ein bisschen hier, so ein bisschen, na, wie heißt das? Sentimental... What the fuck, Alter? Wow, lol. Alter, irgendwie ist das ein bisschen laggy, ne? Manchmal kriegen die Viecher gar keinen Knockback hier. Und hier sind ganz schön viele mit Rüstung gespawnt, ne? So. Ihr seid ja brav jetzt, okay. Wo ist denn hier ein Skelett? Ach, da unten. Krass. Ich nehme das Pferd, das Lama jetzt einfach mal mit gerade. Und tu es mal zu den anderen. Moment. Bleib mal gerade hier stehen. Ich mach mal eben hier eine Tür rein. So. Komm mal mit. Nein. Aufhören. Okay. So. Nochmal gucken. Okay, der will echt nicht. Der hat aber gar kein Ding in seinem Inventar drin. Und ich muss sagen, das sieht mit den neuen Texturen hier gar nicht so schlecht aus, ne, eigentlich. So. Was ich jetzt mal gerade mache, ist mal gerade ein bisschen von meinem Scheiß ablegen. So, Das hier kann hier hin, das hier kann hier hin. Wobei, ich kann auch gleich nochmal ein paar Bücher machen dann, ne. So, hier kommen die Leads rein. Das ist ja auch schön, dass man die umsonst bekommen hat. Bücher, Papier. Hier ist Zuckerrohr. Ich glaube, hier war auch noch Papier, ne? Ja, egal. Wir machen einfach mal neues Papier gerade. So, und dann Bücher. Das kann hier hin, das kann hier hin. Ach, ich bin schon so ein bisschen jetzt sentimental hier von dem Texture Pack, ne? Ach so, ich wollte ja noch Sachen ablegen, Moment. Und zwar, hier habe ich noch ein bisschen Creeper-Zeug. Was haben wir denn noch alles? Ich habe auch ein paar von meinen Elytra-Dingern und so weiter benutzt. Also von hier, von dem. Nur falls sich hier jemand wundert, warum hier teilweise Sachen anders sind und so weiter. Das ist, weil ich hier AFK rumgestanden habe. Und ich gucke gerade mal, wie weit die Kürbisfarm sich gefüllt hat. Oh. Oh, wir müssen ganz dringend mehr Kisten hinstellen. Und ich glaube, die sind bei der Redstone-Kiste, die Kisten. Okay. Ich tue mal gerade hier die Gleise und so weiter hier weg. Die Pistons brauche ich eigentlich noch, aber ja, wir machen jetzt gerade mal so. Weil ich will hier so ein kleines Lagersystem reintun für die Sachen, die ich an die Villager verkaufen kann. Das könnte ja zum Beispiel dann
Wobei, es muss schon auf die Höhe, ne? Es könnte ja dann hier hin zum Beispiel. So. Nein. Na, wobei, das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus, ne? So, und dann mache ich die Fackel mal wieder hier an die Wand. Gut, und dann würde ich sagen, kommen hier die Kürbisse rein. Weil das hier ist natürlich nicht, nicht so, wie es geplant war. Dann machen wir hier Arbeitsstationen in ein Ding rein, zum Beispiel. So, zum Beispiel hier kann ich die Arbeitsstation... Alter, okay, okay. Hier kann ich die Arbeitsstation reinhauen. Hier kann ich so einzelne Sachen wie sowas reinhauen. Oder nee, sowas lasse ich hier gar nicht. Hier unten kommen Emeralds rein. Dann tue ich hier oben lose Melonen rein und hier unten gecraftete. So. Dann kommt hier sowas wie Weizen und sowas dazu. Ich habe hier übrigens das auch zugebaut, weil ich habe hier AFK gestanden, weil ich gedacht habe, vielleicht bin ich da hinten zu weit entfernt von hier der Eisenfarm, dass die deswegen nicht produziert. Okay, nicht schlecht. Also das ist echt, ne? Da beschwert man sich ja nicht, wenn man so viele Melonen bekommt hier. So. Kann ich hier zufällig in den Hopper gucken? Nee, warte, hier vielleicht so, ne? Kann ich hier in den Hopper reingucken? Ja, aber da ist nichts mehr drin. Okay. Ja, wobei, ich habe ja da drin eine Kiste für die losen Melonen. So. Alter, ist das geil. Okay, ich nehme gerade mal hier ein bisschen mit. Und dann traden wir mal. Weil ich möchte gerne für meine Schaufel möchte ich gerne Silk Touch haben. Und dafür brauche ich ein bisschen Kohle gerade mal. Nein. So. Ach, jetzt ist da der Block reingefallen, ne? Okay, und du gibst mir auch gerade nochmal ein bisschen Kohle. Dann nehme ich von dir gerade nochmal ein paar Karotten mit. So. Gut. Dann brauche ich ein Buch. Ich habe ja noch Bücher. So, Moment. Ich tue mal gerade die Dinger wieder weg hier. Und die hier auch. Ich lass mal hier ein paar Kisten drin. Dann nehme ich gerade mal die Emeralde mit. Und jetzt muss ich nur gucken, welche hatte hier Silk Touch? Das ist jetzt die Frage, ne? Respiration. Huch. Feather Falling. Ja, ich muss die Schilder wieder dran machen, ne? Silk Touch. Du hast Silk Touch. Nehme ich. Für 4. Das ist ehrlich nicht schlecht, ne? Naja. Gut, und dann brauche ich noch Mending. Mending für die Schaufel und dann nehme ich vielleicht auch nochmal Mending fürs Schwert, oder? Na, wobei, das Schwert braucht gerade kein Mending, aber das Schwert könnte... Kann man Sweeping Edge auf... Ach nee, da ist jetzt tot, ne? Haha. Ja gut, ich nehme gerade mal hier den mit. So. Gut, dann können wir die Schaufel eben... Ich habe gedacht, ich hätte jetzt alle Emeralde ausgegeben. So. Dann tue ich das hier auch mal dahin. Weil ich will Silk Touch auf die Schaufel drauf haben, dass wenn ich Gravel zum Beispiel abbaue, dass ich keine Flint-Teile davon bekomme. Weil das natürlich nicht wirklich... Also das will ich ja nicht haben. Ich will ja zum Beispiel Concrete machen können.
So, ne? Du Efficiency und dann Silk Touch kostet 4 und Wending kostet 2. Das heißt, wir machen erst den mit 4 und dann den mit 2. So. Und dann kriegen wir jetzt auch statt Erdblöcken kriegen wir jetzt Grasblöcke, aber wir kriegen auch zum Beispiel Potsoil, was ich für die Wege hier benutzen will. So, dann gehe ich nochmal kurz die Eisenfarm begutachten. Was mir aufgefallen ist, ne, das Grüne passt ja auch voll zur Melone. Ich hätte vielleicht ein dunkelgrünes Ding machen sollen. Oh. Und ich war auch mal da unten und habe die ganzen Villager ermordet, die da unten waren. Also nicht von Hand, sondern mit Lava-Eimer. Weil ich irgendwie gedacht habe, dass sie das Geleckte haben. Waren, glaube ich, 64 Villager oder sowas in der einen Zelle. Und deswegen haben die auch immer so viel Schaden gehabt, wenn die da hochgekommen sind. Weil die halt einfach da drin so hart eingeklemmt waren. So, jetzt haben wir 64 plus 20... Wir brauchen 36, glaube ich, ne? Okay, noch 10. Und es wird wieder dunkel. Habe ich jetzt echt schon den ganzen Tag gebraucht hier? Hm. Na gut, ich kann hier anfangen. Ich nehme gerade mal das Bett mit. Ich kann hier anfangen und kann hier vorne an der Ecke schon mal graben, wo jetzt, gerade noch nichts, was wollte ich sagen? Wo gerade noch das Beacon-Effekt hat. So. Das könnte ich ja machen zum Beispiel. Und das Ding an der Sache ist auch, ich muss hier noch Slabs reinmachen. Huch. Ich kann ja den Graben hier schon mal ausgraben. Weißt du, was ich mal gerade mache? Einfach weil ich cool bin. Ich mache mir jetzt mal ein bisschen Scaffolding. Und dann baue ich mich mit dem Scaffolding wieder nach oben. Das ist doch mal eine interessante Idee, oder? Weil dann muss ich nicht hier die ganze Zeit... So. Okay, Sekunde. So. Das ist übrigens auch ein interessanter Tipp. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Weil ich habe schon ein paar Videos von YouTubern gesehen, die das auch mit Axt abgebaut haben, wie ich früher. Ich habe bei denen auch Kommentare hinterlassen, dass sie Bescheid wissen, weil das ist echt gut zu wissen, dass man mit dem Schwert wie mit einer Machete einfach die Dinger sofort abhacken kann. So. Machen wir uns mal 128. Oh, man kriegt ja viel mehr davon. Na egal. Bin ich zumindest in Bambus los. Geil, Alter. Erstmal hier alles mit Scaffolding füllen. So. Hier auch nochmal. Und dann nehme ich mir mal 2 Stacks mit gerade. Das und das und das lasse ich hier. Wobei den Cobblestone mache ich da rein. So. Ich meine, so scheiße sieht das... Vor allem, wenn man ein Stück nach hinten geht, geht's voll. Wenn man so direkt nah dran ist, finde ich, sieht die Textur so ein bisschen blöd aus. Aber gut, was erwartet man bei 16x16 Pixeln, ne? Kann man nicht viel von erwarten, so. Gut. Da ist ein Zombie irgendwo. Ich glaube, ich benutze auch mal hier den. Die neue Steintextur gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen. Oh. Die neue Steintextur hat auf jeden Fall was. Und die Diorite-Textur hat auch was. Ne, was ist es? Andesite, ne? Nein, Granit, okay. Das da sieht aus wie Vogelscheiße. Da haben die meisten Leute schon recht, die das sagen, finde ich. Das sieht echt aus wie Vogelscheiße. Okay. Dann nur mal gucken, dass wir hier einigermaßen... Da ist Eisen. Das erfreut doch die Seele. So, kurz mal wieder das Beacon aufladen und dann... Da
Das gönne ich mir gerade mal, das Eisen. Und noch mehr Eisen. Siehst du, jetzt hat das Beacon wieder, bin ich aus dem Beacon rausgelatscht und jetzt bin ich wieder drinne. Weil das Beacon geht, glaube ich, nur bis ungefähr zur Hälfte und dann ist es fertig. Deswegen ist das natürlich weniger geil, aber ich will ja noch ein Beacon hier hinbauen, aber dafür muss ich ja eh erstmal ganz nach unten kommen. Außerdem kann ich mir jetzt hier erstmal... Der Beacon-Effekt dauert ja 16 Sekunden, das heißt, wenn ich loslaufe, dann habe ich 16 Sekunden Zeit. So. Dann gönnen wir uns gerade nochmal eine Runde Clean Stone. Oder nicht Clean Stone. Ich will es immer Clean Stone nennen. Normaler Stein war ja früher mal Clean Stone. So. Oh. Das ist jetzt, bisschen problematisch. Hi. Was, du lebst noch? Ich muss dringend Sharpness 5 auf mein Schwert packen, aber ich habe natürlich den Villager jetzt verloren, der Sharpness 5 besorgt. Das ist ungeil. Okay, wie gehen wir mit der Situation hier jetzt um? Huch, so genau, wir werfen unsere Fackeln weg. Ich leuchte hier einfach mal ein Stückchen weit aus. Geht's noch weiter runter. Hier ist fertig. Weißt du was, ich nehme einfach mal hier gerade das mit. Wenn ich gerade schon mal da bin. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, Ressourcen liegen zu lassen. Ressourcen sind nämlich wichtig. So. Auch wenn sie immer viel zu viele sind. Und da sind wir wieder beim Beacon. Oh, hi Creeper. Alter, der Power 5 Bogen ist echt so krass, ne? So, okay, ich denke, das ist erstmal sicher. Dann gucke ich nochmal auf der anderen Seite gerade eine Runde. Ist das ein Spinnenspawner? Oh, hi. Wo kommst du denn her, Alter? Okay, ne? Wir lassen die erstmal gerade. Wir wissen ja, dass hier eine Höhle ist und wir wissen, dass bei der Melonenfarm Höhlen sind. Wir wissen, dass bei der Creeperfarm Minenschacht ist und wir wissen, dass bei... bei der Slimefarm Minenschacht ist. Aber ich habe jetzt wenig Bock auf Caving. Von daher lasse ich das Ganze einfach mal gerade eine Runde sein. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier irgendwie wieder... Gut. Gerade der Fledermaus eine mitgegeben, hä? Das war vollkommen unabsichtlich, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das scheint zu stimmen. Und dann machen wir mal genauso weiter. Ich werde die Höhle jetzt einfach mal ganz gekonnt ignorieren. Oh. Okay, und jetzt benutze ich die Scaffolding Blocks, um hier einigermaßen wegzukommen. Und zwar so.
Das ist nämlich das Interessante an den Dingern. Man kann einfach unten ein bisschen reinklicken und dann kommt er irgendwann oben an. So, und dann geht man rein und hält Space gedrückt und kann einfach darin nach oben klettern. Und wenn ich irgendwann den nicht mehr haben will, dann muss ich einfach nur den untersten wegschlagen und ich bin oben. Moment. Kann ich hier zufällig... So. Gut. Da sind wir oben. Und dann, weißt du, das mache ich jetzt mal gerade. Ich habe ja hier Schalker-Boxen geholt für meine Zwecke zum Minen, ne? Das heißt, ich gönne mir mal gerade hier so. Dann tue ich mal die Cleanstone-Dinger weg. Ich tue das Eisen in einen Ofen, wo vielleicht noch ein bisschen Kohle drin ist. So. Dann werfe ich hier die Kohle rein. Hier werfe ich den ganzen anderen Scheiß rein. Ne, das nicht, sondern das kommt hier rein. Creeper, Skelett. Ich glaube, das war alles, ne? So. Wir gönnen uns mal die drei Schalker-Boxen und die Ender-Chest. Genau. Und dann gehe ich mal wieder auf die Suche. Nein, aber ich will natürlich jetzt... Genau, und hier kann man dann einfach Shift gedrückt halten oder Sneak. Für mich ist das jetzt Alt und... Oh Gott. Ja, genau das. So, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich unten drunter den wegbaue? Dann fallen alle runter. Okay. Na gut, das heißt, ich sollte das erstmal, wenn ich ganz unten angekommen bin. So, und dann 1, 2, 3 und dann wieder zurück. Weil ich vielleicht das Bett hätte mitnehmen sollen, ne? Naja, sollte ja nichts passieren eigentlich, theoretisch. Ich habe ja alles gesichert für die Villager, hoffentlich. Und es sind noch Erdblöcke vor ihnen, das heißt, da sollte eigentlich auch nichts reinkommen, selbst wenn irgendwas in die Nähe von ihnen kommen kann. So, ich gönne mir mal gerade hier wieder die Kohle. So, und dann machen wir hier wieder... Ich sehe jetzt natürlich nichts mehr, weil ich keine Fackeln und nichts habe. Ach komm, weißt du was? Hör, was? Boah, Junge. Mann, ist das trippy. Okay, wir landen mal hier in unserer Bude. What? Okay. Wie ist das denn passiert? Ich hab doch gedreht und so weiter. Naja, okay, wie auch immer. Das war eine merkwürdige Erfahrung. Aber gut, Freunde, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass das Video gefallen und bis dahin. Tschüss!